wir noch von da hinten das rote Kraut mitnehmen, aber scheiß drauf. Das eine Leiter hinuntersteigen, ja. Jetzt müssen wir hier lang. Immer diese ganzen Türen. Dann hier entlang. So, die Tür ist jetzt, muss ich dran ziehen. Mal sehen, ob ich gleich drücken muss. Das interessiert mich mal. So, hier gehen wir jetzt hoch. Und hier liegt auch noch ein Hai. Komm, die schon lösen wir mal. So. Und mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Das sieht nach dem Steuerungssystem für den Wassertank aus, aber es ist kaputt und kann nicht verwendet werden. Ja, hier gibt's nichts zu holen. Kennt ihr schon den Film Der Weg umsonst? Naja, jetzt wissen wir es wenigstens. So, also wieder zurück. Wenn ich jetzt einen Zuschauer hätte, könnte ich wenigstens mit jemandem so lange reden. So lange, wie ich immer diese ganzen Kilometer zurücklegen muss. So muss ich Selbstgespräche führen oder so tun, als hätte ich was Interessantes zu erzählen, was ich aber nicht habe. Also werden wir uns jetzt nochmal dieses Ding hier anschauen. Das haben wir ja liegen lassen und wir haben ja Platz im Inventar. Erste-Hilfe-Kasten mitnehmen, ja. Machen wir den mal auf. Keine besonderen Merkmale, was? So. Er enthielt eine Mischung aus zwei grünen... Danke, das ist schön. Okay. Dann können wir jetzt wieder zurück ins Herrenhaus. Und dafür werde ich... Ich habe nicht drauf geachtet. Scheiße. Da werde ich die Pistole dann wieder weglegen und das Kampfgewehr mitnehmen und die Munition dafür. Und die Magnum heben wir uns nämlich erst noch auf. Denn die hat richtig Schmackes und die Munition brauchen wir noch fürs Labor, für die Monster im Labor. Und im Labor werden wir uns dann auch irgendwann wieder mit der Pistole ausrüsten, denn die Zombies kann man immer schon mit der Pistole kalt machen. Und die Gewehrmunition und Magnum für die großen Monster aufheben. Darf man leider hinaufsteigen, ja. Sieht man das Ding hier? Nee. So, ja. Hing hier nicht mal einer? Oder war das woanders? Nee, es war woanders. Der hängt da immer noch rum.
Oh, da ist die Tür. Hier rüber. So, geht doch. Ist mein Mikrofon überhaupt an? Also da geht was hoch. Ja. Nach 2 Stunden fast mal aus gucken, ob das Mikrofon an ist. So. Speichern, nein, Pistole weg. Brauchen wir die Kurbel? Die lassen wir noch drin. Kampfgewehr. Ach, nur noch 11 Schuss? Nehmen wir das auch nochmal mit hier, so. Und damit rüsten wir uns raus. Dann werden wir zurück zum Anwesen gehen. Endlich raus hier aus diesem scheiß Gebäude. Oh, falsche Richtung. So, dann zurück. Oh. Haben wir noch Platz hier? Ein. This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Krista, Brad. Can you hear me? Brad. Damn. Verdammt ich noch mal. Ach, scheiß drauf. Lass mal hier. So, da sind Hunde. Das habe ich nicht genügend. Das habe ich. Was? Alter! Mistsau. Alter! Alter! Wenn ich jetzt drauf gehe, ne? 10 Burschen, die. Zehn Burschen. Mann. So, 2 Schuss noch. Da will ich auf jeden Fall nicht nachladen. Was, wie geht's mir? Oh, immer noch gut. Da ist noch eine Pflanze. Ist hier noch eine Töle? Nein. Die Stromversorgung für den Aufzug ist ausgeschaltet. Irgendwo muss hier eine Stromquelle sein. Okay, dann fahren wir hier hoch, denn das Ding hier funktioniert. Oh, Schlangen. Scheiße, jetzt bin ich vergiftet. Nee, warte. Aua, scheiße, jetzt bin ich vergiftet. Aua, was ist los hier? Spinn doch. Jetzt bin ich vergiftet. Wo ist blaues Kraut? Habe ich blaues Kraut? Ja, da oben ist blaues Kraut. Ach, jetzt hätte ich hier, glaube ich, schon wieder das Wasser hoch. Ach nee, keine Ahnung. Nee, hätte ich nicht. So, hier so blaues Kraut. Mitnehmen, ja. So, kann ich das noch damit mixen?
Ja, dann nehmen wir das mal. Das hauen wir uns mal rein hier. Von der Brise. Ich habe mich nie besser gefühlt. Dann nehmen wir das, nehmen wir nicht mit. Da ist wieder ein Zettel. Erste Hilfe soll mitnehmen. Ja. Gewehrmunition. Gut. Ist auch ein Zettel. Schützen Sie sich hiermit vor dem Ungeheuer in Ketten, das gegen Kugeln gefeilt ist. Ich habe auch den Türgriff repariert, damit Sie entkommen können. Wesker, Wesker, das ist sehr, sehr nett. So, hier haben wir noch Selbstverteidigungswaffe. Blendgranate mitnehmen, ja. Das Ding rüste ich mal aus hier. Vier Stück haben wir. So. Schade, das hätte ich mal so einen Hund in eine Fresse stecken müssen. Dann hätten wir einen Hundenkopf kürzer gemacht. So, gehen wir mal. Ich bin so blöd. Kacke! Oh. Ha! Blendgranate. Schnell weg hier. Der Hunter hat den Kopf weggefetzt hier. Da liegt, das hat er doch noch nie gemacht. Aber wie er darauf reagiert hat, als ich ihm die Granate in die Fresse geschoben habe. Mensch, das ist meine Premiere gewesen. Ich habe Resident Evil so oft gespielt. Das Remake. Oh, das gefällt mir, Leute. Naja. Wir wollen auch keine Gewalt verherrlichen hier so. So, dann gehen wir hier lang. Und bei der Hand, da muss man aufpassen. Wenn die angesprungen kommen, können sie dann sofort den Kopf wegsäbeln. Und wenn wir nicht speichern. Scheiße, jetzt lade ich doch nach! Kacke, ich wollte das Gewehr nicht nachladen. Ich will das andere Gewehr nehmen. Mistsau. Wie geht's mir denn? Gut. Dann muss ich. Ich will diese Schrotflinte nicht mitnehmen. Ich will das Kampfgewehr mitnehmen, aber die vier Schuss kriege ich da nicht raus. Probiere ich mal aus. So, wir packen erstmal hier. Und das auf normal. So viel Energie, Leute. Kann ich die kombinieren? Nein. Ich will doch die Munition da rausnehmen. Packen wir das mal weg für schlechte Zeiten. Pistole. Kommen ja viele Zombies. Keine Ahnung. Schlagen wir uns erstmal mit dem neuen Schuss hier mit rum, hierfür rum. Speichern wir. Nein, volles Risiko für die Männer von Cobra 11. So, dann rüste ich mich mal aus. Lad nochmal nach. Und dann geht es weiter.